Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und heute ist er da. Heute ist der 7-Sterne-Raid von Glurak da. Wenn ihr das Video hier seht, wenn das Video online kommt, bin ich live auf Twitch und werde mit der Community so viele Glurak-Raids machen, wie es möglich ist über das ganze Wochenende. Damit jeder aus der Community einen Glurak auf jeden Fall bekommt. Denn es ist so, von dem Glurak-Raid, der es noch nicht wusste, den kann man nur einmal fangen und danach halt nicht mehr. Die Frage ist dann auch, kann man ihn nach dem einmal Fang auch weiter bekämpfen? Das alles werden wir zusammen herausfinden heute. Aber worum es in dem Video eigentlich gehen soll, ist der Counter für Glurak. Weil Glurak hat den Terra-Typ Drache und da wird es sehr, sehr schwierig, ein Pokémon gegen zu finden. Weil es gibt nicht wirklich krasse Konter dagegen. Also es gibt Azumarill. Azumarill ist Fee, mit Vegetarier, immun gegen Pflanze, wird nicht hart von Feuer getroffen und immun gegen Drache. Den kann man nehmen. Es gibt Buckel, die neue Hunde-Pokémon aus der 9. Generation, was den Typ Fee hat, also immun gegen Drache ist und mit Knusperkruste immun gegen Feuer ist, aber extrem schlechte Base-Werte hat und da wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, Glurak überhaupt zu besiegen. Und dann wird schon dünn. Dann wird schon dünn mit den Pokémon, die man einsetzen kann. Also ihr könnt nicht Eisenkrieger nehmen. Fee Kampf, wenn er Orkan kann. RIP. Das Problem ist auch, wenn er Metallklaue kann, sind die ganzen Fee-Pokémon RIP. Also es wird sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich auch bis jetzt gewartet, ein Video zu bringen, was man gegen Glurak einsetzen soll. Weil wir noch gar nicht wissen, welche Attacken Glurak haben werden kann. Das Ganze werde ich herausfinden. Oder habe es jetzt schon. Wenn ihr das Video seht, werde ich es schon herausgefunden haben. Deswegen kommt gerne mit in den Stream, um nochmal genauere Informationen zu bekommen, wie ihr Glurak besiegen könnt. Ein Tipp, ich denke, das könnt ihr schon mal vorbereiten, ist ein Azumarill Terra-Typ Fee mit Fähigkeit Kraftkoloss oder wenn ihr ein Fähigkeitenpflaster habt mit der Fähigkeit Vegetarier, falls Glurak Solarstrahl kann, wäre Vegetarier natürlich broken. Was ihr dann darauf braucht, ist Knuddler, Bauchtrommel, ganz wichtig. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Bauchtrommel auf Azumarill bekommt, dann schaut mal hier oben in der Infocard mein Zuchtvideo an, wo ich euch erkläre, wie ihr Bauchtrommel auf Azumarill bekommt. Und dann seid ihr eigentlich schon ready to go. Wie gesagt, Wackel könnte man auch benutzen, halte ich aber ehrlich gesagt nicht so viel von. Hat zwar gute Resistenzen, aber ihr könnt keinen Schaden austeilen. Ihr werdet Schaden brauchen. Ich denke sogar gegen Glurak wird man sehr effektiven Schaden brauchen. Man kann gar kein Drachen-Pokémon nehmen, weil wenn er Terra, wenn er Drachenklaue kann, ist RIP und wenn er Terra-Ausbruch kann, ist RIP. Also es wird sehr, sehr spannend, was man gegen Glurak einsetzen kann. Wie gesagt, macht euch einen Azumarill oder irgendein anderes Fee-Pokémon. Ich meine, Gran Forkita geht auch nicht, weil da habt ihr die den Feuerschaden drin. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht Kodowal, aber der ist Eis. Aber dann könnte man den mit Speckschicht spielen. Schaut mal, man könnte auch Kodowal nehmen mit der Fähigkeit Speckschicht. Ich habe jetzt hier rohe Gewalt drauf für mehr Schaden. Aber man könnte Speckschicht nehmen, damit wäre der Feuerschaden auf 1. Und nicht mehr mal 2. Der hat auch Bauchtrommel. Und Eisattacken sind sehr effektiv gegen Drache. Das könnte eventuell auch eine Möglichkeit sein. Ich weiß, jeder YouTuber hat euch gesagt Azumarill. Azumarill ist auch eine gute Choice. Nur, ja, wir wissen nicht, was er kann. Wir wissen nicht, was er kann. Wenn er wirklich Metallklaue kann, wird es schwierig für Azumarill. Kolowal könnte vielleicht der Way to go sein. Oder ein anderes Eis-Pokémon. Ich denke da vielleicht, na, Krawell kann man auch nicht nehmen. Der ist gegen alles. Alles ist gegen den sehr effektiv. Ich bin jetzt gerade ein bisschen auch mit euch am Überlegen. Ich weiß nicht, ob da YouTube, ob das überhaupt interessant für euch ist. Aber vielleicht Gran Forkita. Ich habe Gran Forkita auf Max Spezialverteidigung trainiert. Dann hat es 330. Ja, Feuer ist immer noch doppelt effektiv. Aber sobald man die Terraform Fee hat, wäre Feuer nicht mehr doppelt effektiv. Und es hätte nur noch
die Metallschwäche. Wenn man es irgendwie schafft mit Verteidigung, wenn man am Anfang ein Anfeuerung, Verteidigung macht und dann irgendwie dreimal ein Knuddler rausbekommt und sich dann in Terra-Typ Fee verwandelt, mit Muschelglocke hochheilt und die Feuerattacken survived, könnte Gran Forgita auch funktionieren. Gran Forgita könnte auch funktionieren. Dann hätten wir aber wieder das gleiche Problem wie mit Azumarill. Ein Metallklaue und Rip. Aber ja, das wären so die drei. Kolloval, Azumarill, Gran Forgita. Okay, Leute, was ist mit Flutterhaar? Ich habe euch im letzten stärkste Pokémon von Generation 9 gesagt. Flutterhaar ist broken. Und Flutterhaar ist broken. 400 Spezialangriff, 300 Spezialverteidigung. Und Fee. Terra-Typ Fee. Fähigkeit, vielleicht macht Glurak sogar Sonnenschein. Sonnentag. Mit Mondgewalt. Die macht 95. Mit Muschelglocke. Ich glaube, wir sind hier was auf der Spur. Flutterhaar. Das ist die Frage. Habe ich Flutterhaar? Nur Spezialangriff. Dann nochmal komplett auch Spezialverteidigung. Dann hat es gar keine Probleme mehr gegen irgendeine Feuerattacke. Das Einzige, was ein Problem wird, ist, wäre dann wirklich eine Metallattacke. Er kann keine Geistattacken. Er kann keine Feeattacken. Er kann keine Unlichtattacken. Ich glaube, Flutterhaar ist es, Leute. Ich weiß, alle haben gesagt Azumarill. Aber Flutterhaar, Leute, Flutterhaar. Ich glaube, es ist Flutterhaar. Wir werden es herausfinden. Kommt in den Stream. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei den 7er Raids, Glurak. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.